Ecke jetzt von der rechten Seite von Marseilla für Viktoria Köln. Und da ist der Ball drin. Das gibt es nicht. 0:1 aus Bielefelder Sicht. Ball kommt hinein, dann kommt er in den 16er rein, kommt mal unter ein Tor. 0:1, 45. Minute. Spiel auf den Kopf gestellt. Vorentscheidung in der Schiko Arena. Viktoria Köln kommt einmal durch und dann ist es Philipp, der in der 79. Minute zum 0:2 einschießt und Arminia Bielefeld damit schockt. Es ist ein dramatisches Spiel, ein Drama für den DSC, der hier die Partie bestimmt. Aber es droht jetzt die fünfte Pleite in Folge und das sieht nicht gut aus, nachdem man noch dran war. Und jetzt 0:2. Und es ist unfassbar. 0:2.